Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Wir sehen uns heute das Elephone P9000 etwas genauer an und ja, checken einfach einmal die Bedienung dieses Smartphones und starten das Ganze mit dem Power-Button auf der rechten Seite. Das Erste, was wir uns hier natürlich direkt ansehen können, das ist der Sperrbildschirm. Der Sperrbildschirm verfügt auch hier wieder über die Möglichkeit, den Hintergrund mit einem Wallpaper, mit einem Bild also zu belegen. Das werden wir uns im Laufe des Videos auch noch näher ansehen. Zunächst einmal haben wir aber auch die Möglichkeit, drei verschiedene Schnelleinrichtungen zu nutzen, beziehungsweise eigentlich sind es zu wesentlichen Teilen einmal natürlich die beiden, die hier unten liegen. Das heißt einmal die Möglichkeit, in den Google Now Tab weiterzuwandern, wie man ihn hier sehen kann. Dann kann man auch direkt zum Beispiel die Sprachsteuerung dort eben mitnutzen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, direkt einmal die Kamera-App aufzurufen, wie hier zu sehen, und dort eben direkt Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen vorzunehmen. Das sind also erstmal die zwei Schnellverlinkungen, die ich jetzt zeigen wollte. Eine weitere Schnellverlinkung bzw. eine weitere Möglichkeit, ein Element aufzurufen, ist natürlich einmal das Dropdown-Menü einfach einmal heruntergezogen, und wir haben hier einen Funktionsumfang an Einstellungen, den wir dort vornehmen können. Taschenlampe, Nicht-Stören-Modus, SIM-Karte, Flugmodus, Bluetooth, WLAN etc. Wir haben aber zunächst auch einmal natürlich die Möglichkeit, die Helligkeit zu variieren, oben in das große Einstellungsmenü zu gehen, uns Daten anzugucken, wie die Uhrzeit, Wochentag, Datum, Akkuladezustand, oder wir können auch bereits oben rechts mit dem Klick auf dieses kleine Profilbild in die Benutzereinstellungen weitergehen. Das gucken wir uns aber gleich auch noch etwas genauer an. Das sind zunächst einmal also die Einstellungen, die wir auf dem Sperrbildschirm zu wesentlichen Teilen vornehmen können. Wir haben hier dann natürlich die Möglichkeit, jederzeit ein Sperrmuster beispielsweise draufzulegen, einen PIN-Code oder auch ein Passwort hinzuzufügen. Später haben wir auch die Möglichkeit, und das werden wir auch in diesem Video vornehmen, einen Fingerprint-Sensor natürlich auch noch anzulegen und damit das Gerät eben über diese alternative Entsperrmethode zu entsperren. Das Ganze finden wir dann auf der Rückseite. Dort befindet sich der Fingerprint-Sensor. Den hat man also nicht auf der Frontseite, sondern eben gut erreichbar mit dem Zeigefinger in der Regel unter der Hauptkamera dort angebracht. Ja, wir sehen uns jetzt einfach einmal direkt das Startmenü natürlich etwas genauer an. Wir sehen hier also den Homescreen, und das Erste, das hier definitiv auffällt, ist, dass die Android-Tasten fehlen. Das heißt, die Standard-Android-Navigationsbar mit der Zurücktaste, dem Home-Button und dem Task-Manager fehlt. Wo sind die hin? Die sind alle auf diese kleine Taste gewandert, die man hier unten relativ unschwer erkennen kann. Das ist der Home-Button, der aber alle drei Funktionen, alle drei Standard-Android-Tasten eben vereint. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt an dieser Stelle einfach einmal ganz kurz, indem ich erst einmal ein paar Seiten natürlich aufrufe, die wir später dann mehr oder weniger dann wieder schließen können. Und das zeigt jetzt auch direkt einmal ganz kurz zur Bedienung. Das heißt, ich rufe mir erstmal ein paar Seiten ganz kurz auf. Genau, das Erste, was man erkennt, ein Druck auf diesen Button bedeutet erstmal die Zurücktaste an sich. Dann sehen wir zudem, wenn wir das Ganze gedrückt halten, haben wir die Funktion, die wir auch in einem normalen Task Manager finden würden. Also das ist einmal die Task Manager oder die Verlaufsfunktion, das ist das Gedrückthalten dieses Buttons. Und dann haben wir noch eine weitere Funktion, die wir mit einem doppelten Tipp darauf verwirklichen können. Das ist die Funktion des eigentlichen Home-Buttons. Das heißt, dort gelangen wir auf das eigentliche Startmenü. Wie wir zum Beispiel auch hier sehen können, zweimal drauf gedrückt und wir landen dort. Oder wir können das auch nochmal besser nachvollziehbar machen, wenn wir zum Beispiel jetzt in den Browser einmal gehen, dort zum Beispiel das Cat S60 als Beispiel nur einmal danach surfen und danach zum Beispiel wiederum das P9000 suchen. Nur um einmal zu zeigen, dass es eben nicht nur die Zurücktaste ist, sondern eben auch der Home-Button, doppeltes gedrückt halten, und wir landen eben direkt auf dem Startbildschirm. Und das, wie ich finde, ist eine Sache, die man gerne auch in mehreren Smartphones noch verbauen könnte. Ich würde jetzt auch behaupten, es ist nicht das erste Mal, dass ein Smartphone-Hersteller auf diese Idee gekommen ist. Ich meine, ich habe es schon bei anderen Herstellern auch gesehen, dass man diese einzelnen Funktionen genau auf eine Taste, auf eine touch-sensitive Taste eben legt. Ich finde es aber ein durchaus gutes Konzept, weil schnell bedienbar ist das. Man weiß, wo die Taste liegt. Man weiß ganz genau, mit einem Wisch bzw. mit einem Tipp geht das Ganze zurück. Mit einem Doppeltap geht das auf das eigentliche Home-Menü, also dann wird die Home-Taste an sich verwendet, und mit einem lang gedrückt halten wandere ich eben hier in den Task-Manager, kann dort alles bedienen, kann die einzelnen Seiten dort wieder aufrufen, kann einzelne Seiten natürlich löschen, und dort habe ich eigentlich komplette Bedienungsfreiheit, und das finde ich insgesamt eigentlich ganz schön. Ich habe dieses Smartphone, das muss ich dazu sagen, jetzt inzwischen seit
fast einer Woche in Betrieb und in der Hand. Ich habe das jetzt vor dem Video noch einmal ganz kurz zurückgesetzt auf die Werkseinstellung, um dort einfach nur mal zeigen zu können, was hier wirklich vorinstalliert ist, ohne dass ich jetzt extra noch zusätzliche andere Apps installiert hätte. Daher habe ich das einfach vorher noch mal kurz auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, damit wir das jetzt einfach noch mal in der Bedienung etwas näher uns eben gemeinsam angucken können. Und ja, mir gefällt, wie gesagt, auch die Bedienung über diesen einen Button mit den drei Funktionen. Ich vermisse hier die Android-Bar mit den einzelnen drei Tastern, also an dieser Stelle nicht. Wir werden jetzt als erstes einmal einen Blick auf das Dropdown-Menü werfen. Einmal halb runtergezogen sehen wir oben Wochentag, Datum, Uhrzeit. Das kennen wir standardmäßig und dann finden wir auch die kleinen Icons, die dort bereits angezeigt werden. Hier werden also aktuell laufende Informationen zum Beispiel angezeigt, wie zum Beispiel die Aufnahmekontrolle, die jetzt gerade euch links das Bild dort anzeigt. Aktuelle App-News können dort auch angezeigt werden, Update-Benachrichtigungen etc. Wenn ihr das Ganze dann ganz runterzieht, dann kommt ihr zum eigentlichen Dropdown-Menü. Das heißt, hier sehen wir natürlich, wie wir es eben auch kurz gesehen haben, die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen. Auch hier haben wir wieder nicht die Möglichkeit, direkt auf die adaptive Helligkeit einzugehen. Das muss man wieder über das große Einstellungsmenü machen, was aber auch kein Problem natürlich ist. WLAN, Bluetooth finden wir hier, den Nicht-Stören-Modus, keine SIM-Karte bzw. zwei SIM-Karten können wir hier einfügen, wenn wir es wollen. Das heißt, als Dual-SIM-Gerät können wir es nutzen. Flugmodus, automatisches Drehen, die Taschenlampe, die hier direkt aktiviert werden kann, wie man sieht. Standort kann hier direkt aktiviert werden. Audioprofile können wir anlegen und die Datenverbindung. Das sind erstmal alle wesentlichen Einstellungen, die auch standardmäßig eben in dem Smartphone vorhanden sind. Zwei Sachen wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Das ist der Nicht-Stören-Modus, den man hier unter Android kennt. Das ist die große Möglichkeit, sich richtige Routinen festzulegen, an welchen Punkten des Alltags man eben von dem Smartphone gestört werden darf oder werden möchte, an welchen Stellen des Alltags nicht und wenn ja, beziehungsweise wenn nicht, von welchen Apps möchte man nicht gestört werden oder von welchen Apps darf man noch nach wie vor gestört werden. Das sind erstmal die drei Profile, lautlos, nur Wecker oder nur wichtige. Lautlos bedeutet, dort passiert dann nichts, egal ob ihr einen Wecker eingestellt habt, der wird euch dann morgens auch nicht wecken, wenn ihr diesen Lautlos-Modus eingefügt habt. Wenn ihr sagt, nur Wecker, dann passiert genau das Gleiche, also genau das, was dort angezeigt wird. Der Wecker darf euch eben über den Lautsprecher sozusagen dort an dieser Stelle stören. Alle anderen Apps dürfen das aber nicht. Und wenn ihr sagt zum Beispiel nur wichtige, dann könnt ihr, wenn wir dort auch einfach mal draufklicken, dort könnt ihr verschiedene andere Dinge festlegen. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, wichtig ist mir, dass der Wecker mich weckt. Wichtig ist mir, dass bestimmte Telefonkontakte mich noch erreichen können, dass zum Beispiel die Telefon-App an sich, also die Anruffunktion funktioniert, bei eingehenden Anrufen, aber zum Beispiel keine WhatsApp, Facebook, Gmail, Mails etc. Dort mich stören können. Und dann kann man das eben auch ganz routiniert festlegen, wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir auf die weiteren Einstellungen gehen, dann lassen sich hier eben sogenannte automatische Regeln festlegen. Dort können wir auf einen Monatskalender gehen oder auf das komplette Jahr gehen, uns jeden einzelnen beliebigen Tag uns ansehen, können dann sagen, wir möchten beispielsweise, hier ist es voreingestellt, als Beispiel nur einmal, Sonntag, Montags, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens nicht gestört werden, beziehungsweise nur der Wecker darf uns stören. Und diese Möglichkeiten gibt es eben, das wollte ich an dieser Stelle einmal ansprechen, kennt man aber eben von allen anderen Android-Systemen auch. Durchaus eben eine ganz praktische Funktion, dass man hier eben das Ganze festlegen kann, wann man wirklich gestört werden möchte und wann eben nicht. Flugmodus sollte relativ klar sein, Bluetooth-Modus kann man dort anstellen, WLAN kann man einstellen, Taschenlampe, Standort, also GPS-Daten lassen sich hier abrufen, die Audioprofile. Die kann man hier nochmal in einzelnen Kategorien sehen, allgemein lautlos in einer Besprechung, das wäre nur Vibration, oder im Freien. Im Freien bedeutet, dass das Lautstärkeprofil automatisch nochmal etwas lauter ist, als es das im Allgemeinen, wie man hier sieht, ohnehin wäre. Das heißt, es verdeutlicht auch das Icon so ein bisschen. Hier sind eben zwei Lautstärkebalken, dort drüben sind es direkt einmal drei. Diese Art von Menü, die lässt sich natürlich auch aufrufen, indem wir einfach die Lautstärkewippe auf der rechten Seite betätigen. Dann können wir einmal dort uns die einzelnen Medienlautstärken, Klingeltonlautstärke, Weckerlautstärke und Medienlautstärke dort natürlich ganz gezielt nochmal einstellen. So, das Dropdown-Menü haben wir uns also an dieser Stelle angesehen. Wir gucken uns als nächstes einmal die Individualisierungsoptionen
an, allen voran, wie ich Widgets platziere, wie ich den Hintergrund zum Beispiel einmal ändere bzw. neue Bilder dort hinzufüge, das heißt einfach das Wallpaper, den Smartphone-Hintergrund ändere und wie ich am Ende eben auch Apps verschiebe, App-Ordner erstelle beispielsweise oder Widgets platziere. Das sehen wir uns an dieser Stelle an und dazu drücken wir Android typisch einmal auf die Mitte des Gerätes und dann sehen wir hier direkt zwei Kategorien, Hintergründe und Widgets. Wir wählen zunächst einmal die Hintergründe aus und sehen dann hier, wir haben in der Übersicht drei verschiedene Kategorien. Einmal Bild auswählen, da landen wir in der Galerie des Smartphones. Wir können also Bilder, die wir heruntergeladen haben, auf das Gerät dort hinzufügen. Wir haben die Möglichkeit, selbstgemachte, über die Kamera des Smartphones aufgenommene Bilder hinzuzufügen. Wir haben auch die Möglichkeit, System-Wallpaper, also vorinstallierte Hintergrundbilder einzustellen oder, wie wir hier noch sehen können, verschiedene vorinstallierte Animationshintergründe, die sich wirklich dann eben bewegen. Dort hinzuzufügen. Wir gehen einmal auf die System-Wallpaper und um euch einen ganz kleinen Überblick zu verschaffen, scrollen wir uns jetzt einfach einmal da durch. Das sind also verschiedene Wallpaper dieses Herstellers, die hier vorinstalliert sind. Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt erstmal nur ein Eindruck über das, was ohnehin in den Werkseinstellungen sozusagen vorhanden ist. Man kann hier, wie gesagt, jederzeit andere Bilder nachladen, was überhaupt kein Problem ist. Ich nehme jetzt einfach einmal. Welches nehmen wir? Wir wählen jetzt mal dieses hier aus. Und dann haben wir dort die Möglichkeit, das anzuwenden auf dem Schwerbildschirm, auf dem Home-Bildschirm oder auf beiden Bildschirmen. Und das ist eigentlich so gesehen gerade die erste Funktion, wo man mir in diesem Smartphone mal nicht die deutsche Sprache anbietet, sondern die englische. Das soll hier aber auch kein Problem sein. Wir wählen jetzt mal Home and Lock Screen, das heißt den Home-Bildschirm und den Sperrbildschirm aus und sehen, wenn wir jetzt einmal rausgehen, dass das auch dementsprechend angewendet wurde. Ansonsten muss ich eigentlich sagen, zu den einzelnen Einstellungen, das werden wir auch gleich sehen, ist eigentlich alles in deutscher Sprache vorhanden, da wir hier auch eigentlich ein reines Android-System finden und man kennt das eigentlich von vielen anderen Smartphones, die zu wesentlichen Teilen eben aus dem asiatischen Markt stammen, dass bei denen eben Übersetzungsfehler oder noch nicht übersetzte Inhalte meistens dann zustande kommen, wenn es eben Anpassungen gibt an das System. Das haben wir zum Beispiel bei dem letzten Testgerät, bei dem Xiaomi Mi 5 gesehen. Da gab es eben ein User-Interface, das der Hersteller selbst mit darüber gezogen hat, über das normale Android 6 Marshmallow und dort hat man eben gesehen, dass gerade dann eben die Sprachbarrieren so ein bisschen aufgetaucht sind oder letzten Endes dann alles eben auf englischen Standard verbleibt. Und hier ist es so, dass man das eigentlich unangetastet hat, das lässt das System mehr oder minder. Das heißt, eigentlich findet alles hier in deutscher Sprache statt und man hat dort überhaupt keine Bedienprobleme. Wir gehen noch einmal auf die Individualisierungsoption und gehen auf den Ordner Widgets. Sehen hier also alle vorinstallierten verfügbaren Verknüpfungen oder eben die wirklich funktionierenden Widgets. Und wählen jetzt einfach zum Beispiel einmal diese Google Bar aus, platzieren die hier, wie uns hier schön angezeigt wird. Das Raster wird uns hier wieder angezeigt, das heißt mögliche Steckplätze auch können wir hier wieder links und rechts auswählen, wo das Ganze dort platziert werden soll. Wir legen das einfach mal ganz oben ab. Das Ganze wird automatisch eingerastet und dann eben hier abgelegt. Das Ganze können wir auch jederzeit wieder neu anfassen und neu platzieren. Und wie man hier sehen kann, durch das Anfassen einer App oder so eines Widgets wird auch automatisch, wenn wir das eben wollen, eine weitere Seite hinzugefügt. Einmal nach rechts gezogen und eine Seite wird hinzugefügt. Die war eben so gesehen jetzt eben nicht da. Das heißt, wenn wir das zum Beispiel entfernen, wird auch diese Seite automatisch wieder entfernt. Das heißt, das System stellt sich hier, und wir kennen es eben so von Android 6 auch eigentlich nicht anders, automatisch eben, also geht automatisch mit den einzelnen Seiten, mit den Layouts um und erweitert die dementsprechend. So, wir haben uns die Wallpaper angeguckt, wir haben uns die Widgets angeguckt, jetzt gucken wir uns natürlich die Apps etwas genauer an. Wir haben die Möglichkeit, auch diese Apps natürlich frei zu verschieben. Auch hier wird uns im Raster wieder diese kleine Silhouette angezeigt, wo man das Ganze platzieren kann. Und auch hier werden die einzelnen Apps eben automatisch verschoben, wenn wir zum Beispiel das an einzelnen Stellen eben separat platzieren wollen. Auch hier können wir wieder über die Kante gehen. Auch hier werden wieder neue Seiten eben dementsprechend dann hinzugefügt, wenn wir das wollen. Wir gehen mit dem Play Store-Ordner jetzt einfach mal wieder einmal zurück. Zack. Und wollen jetzt einfach einmal einen Ordner hinzufügen. Einen Ordner erstellen wir hier unter Android, indem wir einfach zwei
Apps aufeinanderziehen, miteinander kombinieren und dann sieht man hier eben recht schön, wurde ein Ordner erstellt. Unten kann dann noch ein Titel hin, den, ja, wir sind einfach ganz kreativ, wir nennen ihn jetzt mal Test, speichern das Ganze ab und haben dann eben hier einen Ordner hin, dort eben platziert. Dann haben wir auch die Möglichkeit natürlich noch die einzelnen anderen Apps dort abzulegen, das ist überhaupt kein Problem. Jederzeit haben wir auch die Möglichkeit, so einen Ordner wieder aufzulösen, indem wir dann die entsprechende Anzahl an Apps wieder herausziehen. Man kann sich einfach merken, dass zwei Apps immer einen Ordner bilden. Das heißt, kommen wir unter die Anzahl von zwei Apps, wird automatisch der Ordner hier wieder entfernt. Es gibt also keinen Ordner, in dem nur eine App liegen würde. Das gibt es in manchen Systemen schon. In diesem System ist das so gesehen nicht vorgesehen, weil es einfach hier das native Android, das eigentlich unangepasste Android so gesehen erstmal ist. Ein kleines Experiment wagen wir dennoch. Wir ziehen einmal, erstellen einfach mal zwei Ordner und gucken auch dort. Die sollten sich jetzt eigentlich ausschließen und nicht ineinander übergehen, das heißt sich nicht gegenseitig sozusagen abspeichern, und das ist auch hier so. Auch dort gibt es ein paar angepasste Systeme, bei denen es bei denen sich eben nicht nur Apps in Ordner zusammenfügen lassen, sondern einzelne Ordner auch untereinander. Das ist aber hier an dieser Stelle nicht der Fall, vermisse ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ansonsten haben wir an wesentlichen Oberflächen einmal natürlich das Home-Menü, wie wir es hier sehen, wo wir auch immer eben über den Double-Tap auf den kleinen touch-sensitiven Button dort unten zurückkehren können. Ansonsten haben wir natürlich den App-Launcher, den wir hier über das Menü erreichen. Dort sind dann eben alle installierten Apps in alphabetischer Reihenfolge abgelegt. Wir können die dort auch natürlich neu anfassen, können die also gedrückt halten, oben auf die App-Info ziehen, dann kriegen wir Informationen zu der App, oder wir platzieren die eben auf den jeweiligen Seiten. Das heißt, diese Option haben wir natürlich jederzeit auch. Auch das kennen wir aus den anderen Android-Systemen. Das soll es insgesamt erstmal gewesen sein zu den kleinen Individualisierungsoptionen, zumindest erstmal im grafischen Sinne oder hier im Startmenü. Wir gehen einmal weiter und gehen in die Leiste hier im Dropdown-Menü, sehen uns hier nochmal die beiden Optionen an. Einmal haben wir eben die Möglichkeit, in die Benutzereinstellung zu gehen, beziehungsweise ich kann an dieser Stelle nicht in die Benutzereinstellung gehen, weil ich noch keine SIM-Karte hinzugefügt habe anscheinend. Daran würde es liegen. Überspringen wir diesen Punkt und gehen einfach ins große Einstellungsmenü. Da wurde auch eben angezeigt, dieser Kontakt existiert nicht, liegt einfach daran, dass ich noch keine SIM-Karte, zumindest jetzt in diesem Test, hinzugefügt habe. In diesem Einstellungsmenü finden wir alle wesentlichen Details, die wir in dem Android-System sonst auch finden, alle Standardkategorien, Drahtlos und Netzwerke, Geräte, Nutzer, Smart Assistant wurde hier so gesehen noch hinzugefügt. Sieht man auch direkt daran, dass es in englischer Sprache ist und nicht in deutscher Übersetzung. Das heißt, das ist die eigentliche Anpassung hier, die man in der Kategorie nochmal vorgenommen hat. Ansonsten eigentlich alles in deutscher Sprache. Es ist einfach ein gutes Indiz dafür, dass alles, was hier in englischer Sprache auftaucht, eben für das System, für das Android-System, hier einfach nochmal ganz in geringem Umfang eben angepasst wurde. Drahtlos und Netzwerke, darüber müssen wir eigentlich auch gar nicht allzu viel sprechen. Dort wird alles geregelt, wo Daten das Handy betreffen, das heißt Daten reingehen oder Daten rausgehen. Von den SIM-Karten, Datenverbrauch, Bluetooth, WLAN, Turbo-Download hat man hier nochmal zur Verfügung gestellt. Das heißt, man verbindet hier die mobilen Daten und den WLAN und das verfügbare WLAN und hat die Möglichkeit, eben größere Dateien schneller zu laden. Das hat man hier nochmal sozusagen freigeschaltet in dem Android-System und nochmal extra aufgeführt. Dann kommen wir zu den Geräteeinstellungen, die auch erstmal Standard sind, das heißt Display. Dort finden wir einmal die visuellen Effekte, können hier also ganz genau einstellen, welche Farbeffekte wir haben möchten. Das Ganze nennt sich Mirror Vision und bietet eben in dieser Software-Variante, die man noch mit installiert hat, eben die Möglichkeit, Farben ein bisschen anzupassen. Und es arbeitet auch damit, dass eben Farben auf dem Display besser dargestellt werden. Helligkeitsstufe, die können wir hier nochmal einstellen. Das ist einfach die gleiche Bar, die gleiche Lichtbar, die wir auch in dem Dropdown-Menü finden können. Die adaptive Helligkeit können wir hier anstellen. Das heißt, die Helligkeitsstufe wird an die Lichtverhältnisse in der Umgebung angepasst. Hintergrundeinstellungen sind genau die gleichen, die wir auch uns eben in den Individualisierungen angesehen haben. Ruhezustand nach einer Minute ohne Aktivität zum Beispiel. Da lassen sich natürlich auch andere Details einstellen, wie man hier schön sehen kann. Daydream bedeutet,
dass wir dort nochmal einzelne Einstellungen, wie man hier sehen kann, vornehmen können. Das können Animationen sein, das heißt Übergangsanimationen in dem Layout, das wir vorfinden, das heißt in der Bedienung des Smartphones, wenn wir nach links oder rechts wischen, zwischen den einzelnen Seiten, wie die animiert werden sollen, wie die Uhranzeige dort stattfinden soll. Das lässt sich alles einstellen. Schriftgröße lässt sich auch differenzieren. Es lässt sich differenzieren, was bei der Drehung des Gerätes passieren soll, ob das alles im Hochformat oder alles nur im Querformat beispielsweise angezeigt werden soll. Schriftstil, das Übertragen von Inhalten. Das heißt, die Geräte werden doch nochmal aufgeführt. Die Sensorkalibrierung, man hat hier so ein kleines Wasserwagen-Tool und kann dort eben die verfügbaren Sensoren, die im Smartphone selbst sind, nochmal kalibrieren. Dann haben wir hier haben wir auch nochmal andere Sensorkalibrierungen. Dort geht es auch nochmal darum, das Smartphone eben gerade beispielsweise auf den Tisch zu legen und mit verschiedenen Methoden eben die Sensoren, die hier im Smartphone sind. Und wir haben hier eigentlich nahezu alle Standards von GPS. Über Food-Tracker, sage ich schon, ein Feet-Tracker, das heißt ein Fußschrittsensor, der hier noch mit drin ist, kann man das eben hier alles einstellen. S-View-Cover bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier eine Farbe auszusuchen, die im Hintergrund dann dargestellt wird. Genaueres dazu sehen wir uns aber allerdings am Ende des Videos etwas genauer an, denn dieser Window-Color- oder S-View-Modus, der bedeutet erstmal, dass wir zum Beispiel diese Zusatzhülle benutzen können und dadurch dann das Ganze uns anzeigen lassen können und kleine Widgets wie zum Beispiel eine Uhr oder den Media Player, sind die vorinstallierten Dinge, eben darauf oder dadurch durch dieses kleine Feld bedienen können, ohne das Gerät komplett hochfahren zu müssen. Das sehen wir uns also alles noch etwas genauer an am Ende des Videos, wenn wir das Gerät dort nochmal einfach in die Standardhülle von Elephone einsetzen und das dadurch dann nochmal ganz kurz bedienbar machen und damit auch ganz kurz zeigen. Ton und Benachrichtigung, allgemeine Einstellungen, Klingeln und Vibrieren zum Beispiel. Dann genau Benachrichtigungstöne, Lichtstörungen, das kennen wir auch schon. Klangverstörung etc. Klangverstörung bedeutet hier einfach nochmal, dass man dort sich die einzelnen Kategorien anguckt, indem man die Medien hier abrufen kann, wie zum Beispiel über den Kopfhörer, und dann kann man das für den Kopfhörer nochmal gezielt einstellen. Also per Equalizer sozusagen den Kopfhörer nochmal dort ein bisschen besser auf seine Wünsche einstellen. Apps ist natürlich hier erstmal ganz wichtig unter Android, dass wir dort verschiedene Apps auswählen können und wir können dann, eigentlich sind die beiden wichtigsten Kategorien hier die Berechtigung und die Benachrichtigung. Die Berechtigung sind noch wichtiger als die Benachrichtigung. Was sind die einzelnen Kategorien? Benachrichtigung bedeutet, dass ich dort einstellen kann für jede einzelne Apps, wie viele Informationen mir zum Beispiel angezeigt werden sollen oder ob mir Informationen zum Beispiel im Dropdown-Menü oder auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden können. Für Gmail, wir haben das jetzt einfach als Beispiel mal ausgewählt, können das zum Beispiel Nachrichten von neu angegangenen Mails sein. Sollen die uns auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden? Sollen die uns nur innerhalb der App angezeigt werden können? Also sollen die uns gar nicht angezeigt werden, sondern nur bedienbar sein, wenn wir auf die App klicken? Oder sollen die uns zum Beispiel nur im Dropdown-Menü dargestellt werden? Über solche Benachrichtigungstypen können wir entscheiden. Berechtigung, das ist hier unter Android 6.0 wesentlich wichtiger. Das ist die Datenschutzoption, die wir hier haben. Alle vorinstallierten Apps gibt man hier erstmal keine Berechtigung, Daten abzurufen. Das sieht man hier an der Gmail-App zum Beispiel auch. Ich habe hier zurzeit eben nicht die Berechtigung oder die Mail hat nicht die Berechtigung, auf den Kalender, auf die Kontakte und den Speicher zurückzugreifen. Speicher zum Beispiel wird sie vermutlich nutzen müssen, um zu funktionieren. Das heißt, würden wir die Gmail-App jetzt aufrufen, würde sie mindestens wahrscheinlich nach dem Speicher fragen. Wir können hier aber jederzeit eben auswählen, welche Dinge wirklich abrufbereit sein sollen, welche App-Berechtigungen es dort gibt. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man sich zum Beispiel Apps anguckt wie Facebook und vergleichbare Apps, die eben, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, mehr Berechtigungen an das Smartphone stellen oder den Nutzer stellen, an die Daten stellen als andere Apps. Dann können wir dort ganz genau anwählen, welche Daten aus unserer Sicht sozusagen auch wirklich nötig sind, um die App betreiben zu können. Und dann können wir zum Beispiel sagen, dass Facebook eben keine Berechtigung hat, auf die Kontakte oder den Kalender zuzugreifen oder auf die systemeigene Galerie etc. Facebook ist dort auch natürlich nur ein kleines Beispiel. Es gibt dort diverse andere Apps, die ihren ähnlichen Datenumfang sozusagen euer Smartphone dort
an Berechtigung eben sozusagen gebrauchen wollen. Und da hat man eben hier unter Android die große Möglichkeit und die große Chance, jederzeit einzelnen Berechtigungen zuzustimmen oder die abzuwählen. Und man muss eben nicht mehr wie bei Android 5.0, also bei den Vorgängersystemen von Marshmallow, bei den Lollipop-Systemen, dort zum Beispiel zu sagen, dass man kompletten AGBs, kompletten Richtlinien einmal als Paket zustimmt und gar nicht ganz genau weiß, welche Daten jetzt eigentlich abgerufen werden. Das ist wirklich definitiv einfach hier schon beim Datenschutz. Von Datenschutzrichtlinien her ein guter Schritt in Richtung Zukunft, weil es einfach so ein bisschen hoffentlich auch sensibilisiert und man hoffentlich mit als Nutzer eben dort auch ein bisschen mit einsteigt und wirklich genauer darüber nachdenkt, welche Berechtigungen sinnvoll sind und welche nicht, weil man hier eben die Möglichkeit hat, es ganz differenziert dort einzugeben. Das findet man also unter den Apps, kann aber auch, wenn ich zum Beispiel eben eine App mir schnappe und die oben einmal in das Feld ziehe, ich kann das nochmal ganz kurz zeigen. Also wenn man zum Beispiel hier sich befindet und ich mir dann eine App schnappe auf Telefoninfo, auf die App-Info gehe, dann komme ich auch genau auf dieses Feld, wo ich das Ganze nochmal einstellen kann. Das heißt, diese beiden Optionen gibt es, entweder auf die Apps gehen oder auf die App-Info, eine App, die mich interessiert, draufziehen und dann eben vielleicht gegebenenfalls wirklich mal die Berechtigung überprüfen. Es lohnt sich in diesem Falle immer und ist nur zu empfehlen. Speicher und USB. Hier werden alle Daten nochmal abgerufen bzw. angezeigt. Apps, Bilder, Videos, Audiodateien. Also alle Typen, die wir auf dem Smartphone haben, 25,43 GB sind hier erstmal vorinstalliert bzw. verwendbar und 1,4 GB sind bereits von Werk sozusagen unter der Verwendung an einzelnen Daten. Das System dürfte hier abgerechnet sein, das heißt, das Android-System wird hier nicht mit aufgeführt, sonst wäre das Systemspeicher an der Stelle auch etwas größer. Hier sehen wir wieder eine kleine Anpassung, das ist die Harlequin LED Notification. Wir haben hier die Möglichkeit, diese LED eben zu nutzen und können auch eine Worktime dort für diese LED anlegen. Worktime bedeutet, dass wir uns benachrichtigen lassen können. Zum Beispiel kann diese LED eben genutzt werden, wenn ein Anruf in Abwesenheit beispielsweise vorliegt. Und dann wird uns eben durch diese LED Liste bzw. über diese kleine LED, die dort unten eben liegt, genau in dem Touch-Button, uns angezeigt, dass eben ein Anruf in Abwesenheit zum Beispiel vorlag. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, wie sehr das zum Beispiel auf den Akku gehen soll. Ob das wirklich für 2 Stunden dann blinken soll oder nur für 5 Minuten, das lässt sich eben genau an dieser Stelle einstellen. Zu der LED ist zu sagen, das konnte ich im Unboxing bzw. im ersten Eindruck noch nicht feststellen, weil ich das Gerät noch nicht angestellt habe, aber dieses Gerät natürlich jetzt schon länger teste, dass man diese LED nicht ganz mittig platziert hat. So wirkt es zumindest. Das heißt, ich kann es jetzt an dieser Stelle gar nicht genau zeigen, aber es ist im Allgemeinen so, dass man die LED, und es ist eine blaue LED, eben hier über diesen Touchbutton verfügbar macht. Das heißt, im Touchbutton findet sich, ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme, eine ganz kleine Fräsung sozusagen. Das liegt aber alles hinter dem Glas natürlich verborgen. Das heißt, wir haben hier eine glatte Oberfläche, abgesehen von der Fräsung, die hier oben liegt. Das heißt, es ist keine Fräsung im Glas, es ist eine Fräsung, die in dem Button selbst unterhalb des Glases in dem Bunny sozusagen liegt und dort scheint die LED durch und diese LED ist nicht ganz mittig platziert, sodass, wenn wir es in die einzelnen Betrachtungswinkel drehen, die teilweise so ein bisschen auf die Hälfte des eigentlichen LED-Kreises, sonst wäre die kreisrund, eben so ein bisschen verschwindet. Ist aber auch ein ganz, ganz winziges, absolut unwichtiges Design-Detail eigentlich. Von der Funktionalität hat man hier überhaupt keine Probleme. Es ist wirklich nur so, dass es in bestimmten Betrachtungswinkeln eben dazu kommen kann, dass die LED nicht kreisrund ist, sondern vielleicht nur als Halbkreis angezeigt wird. Das aber nur als ganz, ganz kleiner Hinweis. Akkuladezustand, den können wir hier abrufen. Welche Apps oder welche Systemeigenschaften benötigen wie viel an Akkuladezustand, Speicher, wie gesagt, da haben wir eben schon mal reingeguckt. Dann geht es weiter mit den Nutzereinstellungen. Hier finden wir einmal die Möglichkeit, man sieht es hier, Prevent Pocket Dial. Dort haben wir die Möglichkeit, dass das Gerät einmal entsperrt werden kann. Das heißt, wenn dass wir dort festlegen können, dass das Gerät eben zum Beispiel in unserer Handtasche sich nicht automatisch aus Versehen aktiviert. Das können wir genau dort einstellen. Dann können wir eben dort, man sieht es hier über den Home-Button und den Volume-Rocker, dort das Smartphone nochmal separat entsperren.
Standort. Dort werden einfach alle Apps, die auf die GPS-Daten zugreifen wollen, nochmal separat aufgeführt. Dann geht es weiter mit der Sicherheit und jetzt kommen wir zum Fingerabdrucksensor. Zunächst einmal gehen wir auf die Displaysperre, sehen hier, wir haben hier mehr oder weniger erstmal Standards, Wischen, Muster, Sprachfreigabe, PIN und Passwort. Die Sprachfreigabe, die gucken wir uns jetzt auch an dieser Stelle einmal an. Das ist nämlich eine Sache, die so gesehen erstmal neu ist. Die haben wir auch als alternative Sperrmethode. Die habe ich allerdings auch noch nicht getestet. Fingerprint-Sensor, den habe ich schon getestet. Der funktioniert auch definitiv ganz gut. Damit hatte ich keine Probleme. Die Sprachfreigabe können wir einfach mal hier an dieser Stelle nutzen. Sprachfreigabe. 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 Gut, der wurde erfolgreich eingerichtet. Wir nehmen jetzt einfach mal einen PIN, gehen von oben nach unten, ganz standard und langweilig. Bitte wählt dann natürlich einen sichereren PIN und drücken einmal auf OK. Genau, wir gehen dann einmal raus. Sprachfreigabe. Okay, dann gelangen wir ins Telefon. Mal gucken, ob der Rest dann auch bedienbar ist. Okay, gut. Das Ganze ist also dort dann komplett bedienbar und ruft nicht nur eine einzelne App auf. Aber wir haben dort die Möglichkeit, über den Sprachbefehl eben auch direkt das Ganze als Schnelleinstellung und als Entsperrmethode zu nutzen. Das heißt, wenn wir das Ganze entsperren, werden wir auch direkt weitergeleitet. Sprachfreigabe. Okay, das funktioniert so gesehen erst einmal, aber da würde ich auch einfach, weiß ich nicht, ich halte das für einen Modus, den man mehr oder weniger erstmal vernachlässigen kann. Das halte ich mehr oder weniger wirklich für eine Spielerei, die man hier noch mit eingebaut hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich halte das für nicht sonderlich alltagstauglich. Einerseits halte ich es nicht für absolut sicher, da ich glaube, dass die Spracherkennung im Gegensatz zum Fingerprint-Sensor, der, glaube ich, wesentlich eindeutiger nachweisbar ist als die Sprache, nicht komplett sicher ist. Und des Weiteren, im Alltag wird man vermutlich zum Entsperren des Gerätes nicht so oft versuchen, mit seinem Smartphone zu sprechen. Das mache ich nicht, wenn ich in der wenn ich in der Straßenbahn fahre etc. Ich halte es für ein, ja, man kann das wie gesagt ausprobieren, es funktioniert, wenn man es möchte, das hat man an dieser Stelle gesehen, aber es ist, glaube ich, insgesamt nicht derart sinnvoll. Wir entfernen also diese Spracheingabe einfach einmal wieder. Mal gucken, ob wir die hier einfach deaktivieren können. Und das ist der Fall, die kann hier zurückgesetzt werden. Und dann wollen wir mal mit etwas anderem, wozu wir eigentlich hierher gekommen sind, wollen wir uns mal ansehen, das ist der Fingerprint-Sensor. Einmal auf Weiter drücken und dann die Displaysperre eindrücken. Auch hier müssen wir einen PIN zum Wiederholen bzw. zum als Recovery-PIN sozusagen anlegen, als Backup. Und nutzen dann jetzt einmal den Sensor. Und los geht's. Und wie man links im Verlauf sieht, genau, geht dann auch der Fortschritt da los. Positionieren unseren Finger dort einfach einmal drauf und zack, das Ganze wurde abgespeichert. Man hat auch hier wieder die Möglichkeit, natürlich mehrere Fingerabdrücke anzulegen, sowohl von verschiedenen Fingern als auch von einem und dem gleichen Finger, um einfach dort die Erkennungschancen noch etwas zu vergrößern. Gehen einmal raus und starten einmal das Gerät hinten einfach draufgelegt und wie man hier sehen kann, absolut keine Probleme mit dem Fingerprint-Sensor. Der funktioniert wirklich sehr, sehr schnell, wie man hier in diesem Beispiel sehen kann. Und was eben auch positiv ist, er funktioniert, ohne dass ich das Gerät vorher aus dem Ruhezustand holen müsste. Das macht er rein automatisch, wie man eben hier schön sehen kann. Das heißt, Fingerprint-Sensor wirklich an dieser Stelle astrein. Gut, gehen wir wieder in die Einstellungen und gucken uns dort noch die einzelnen restlichen Sachen ein. Die Konten, dort sehen wir eben die jeweiligen Konten, die wir angelegt haben. Dort wird das Google-Konto eingeführt, WhatsApp, falls wir es haben, Facebook, falls wir es haben, verschiedene andere Produzenten, andere Netzwerke etc. werden dort eben auch angezeigt. Und wenn wir dort draufklicken, können wir nochmal ganz genau sagen, welche Sachen zum Beispiel mit dieser einzelnen App auch synchronisiert werden sollen. Dann geht es weiter. Sprach- und Eingabe, dort finden sich, man kennt es,
Tastatureinstellung, aber auch die Spracheinstellung. Das heißt, in welcher Sprache sollen mir die einzelnen Sachen angezeigt werden, die ich hier in der Menüführung finde. Sichern und zurücksetzen. Da können wir Backups erstellen. Wir können das Gerät auf den Werkszustand zum Beispiel zurücksetzen, im Falle des Falles, oder auch die Netzwerkeinstellung zurücksetzen. Dann kommen wir zu relativ vielen englischen Titeln, das heißt relativ angepassten Sachen. Das sind einmal die Offscreen Gestures. Dort haben wir die Möglichkeit, wenn wir die aktivieren, einmal den Double Tap zu nutzen, um den Screen dort eben aus dem Ruhezustand herauszuholen. Das können wir einfach mal aktivieren. Dann haben wir hier noch weitere Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten eben mit verschiedenen Gesten hier die verschiedenen Apps, wie zum Beispiel die Kamera-App oder den Rechner oder auch die Musik dort festzulegen. Wir können hier auch auf More Gestures gehen und dann können wir mit den verschiedenen Buchstaben verschiedene Apps starten. Wir können zum Beispiel uns das E aussuchen, uns eine App aussuchen und die dann damit starten. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Double Tap wollen wir direkt mal nutzen, zweimal drauf gedrückt. Und wir sollten eigentlich, genau, zack, sollten eigentlich im Aus landen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es nur zum Anstellen gedacht. Ja, genau, es ist zum Anstellen gedacht. Gucken. Genau. Okay, der Double-Tap-Modus, den wir haben, wir versuchen es nochmal. Der ist eben hier wirklich zum Starten des Gerätes gedacht und nicht zum in den Ruhezustand versetzen, wie man hier schön sehen kann. Gucken wir einfach einmal weiter. Three Fingers Screenshot und Slide Left. Das heißt, drei Finger runterziehen für einen Screenshot. Funktioniert definitiv. Drei Finger nach links für den Task Manager. Auch das funktioniert. Da gefallen mir also die Gesten. Wir machen das nochmal. Drei Finger runter. Oder auch drei Finger nach links. Die beiden Gesten funktionieren also hundertprozentig, wie man hier sehen kann. Shortcut-Button-Settings. Dieser Shortcut-Button, der liegt hier auf dieser linken Seite. Das ist ein Multitouch-Button, der kann entweder einmal kurz gedrückt werden, dann passiert eben ein Effekt, oder er wird lange eingedrückt, dann passiert ein anderer Effekt. Wir können zum Beispiel hier einmal die Einstellungen, die sind jetzt voreingestellt, drauflegen. Wir können aber auch mal den Browser nehmen. Und dann können wir eben uns ansehen, was passiert. Da wird jetzt eben, wie man hier sehen kann, direkt einmal der Browser gestartet, wenn wir eben links dort einmal draufdrücken. Und das Ganze geht mit lang gedrückter Bedienung eigentlich auch, beziehungsweise wir haben... Ah genau, okay, jetzt kann ich mich wieder erinnern, wofür die Taste sonst noch war. Es war nicht die Möglichkeit, eine weitere App darauf zu legen, es war die Möglichkeit, das Gerät stumm zu schalten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einmal mit einem kurzen Druck eben zum Beispiel den Browser aufzurufen, wie wir hier schön sehen können, oder aber oben sieht man es in der Leiste, wenn wir dort das Ganze gedrückt halten, dass sich dort an den Toneinstellungen etwas verändert. Jetzt sind wir also in dem normalen Modus und jetzt sind wir im Lautlosmodus mit Vibration. Diese Möglichkeiten haben wir so an dieser Stelle. Das war das, was mir als Puzzleteil jetzt gerade noch fehlte. Die Navigationsbar von Android, die können wir auch uns anzeigen lassen, wenn wir das möchten. Die würde uns dann, wir können einmal hier draufdrücken, uns hier unten angezeigt werden. Können wir auch jederzeit ausblenden. Aber wie gesagt, ich finde dort die Bedienung über den Button eigentlich so gut, dass man auch gerne darauf eben verzichten kann. Das sollte kein Problem sein. Background Task Clear, dort haben wir die Möglichkeit, laufende Dinge im Hintergrund nochmal zu entfernen, wie wir es im Task Manager auch können. Datum, Uhrzeit, da können wir eben die Datum und das Uhrzeit, das Datum und die Uhrzeit einstellen. Ein- und Abschaltung nach Zeitplan, dort haben wir die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Routinen, die das Gerät laut loszustellen, können wir eben ganz genau sagen, mein Gerät soll sich jeden Abend um 23.30 Uhr abschalten und jeden Morgen um 6.30 Uhr wieder automatisch anschalten. Dann bin ich natürlich in diesem Zeitraum auch nicht erreichbar, das ist auch klar. Bedienungshilfen habe ich hier noch, Talkback, Schalterzugriff, Untertitel, Vergrößerungsbewegung, großer Text, Passwörter lesen etc. Farbkorrektur können wir hier nochmal auch näher einstellen. Dann haben wir die einzelnen Drucker, die sich hinzufügen lassen, Entwickleroptionen und letztlich über das Telefon. Oben gibt es die Systemaktualisierung, Status wie Telefonnummer etc. Dann sehen wir hier nochmal die Modellnummer und Android in der Version 6.0, also noch nicht 6.0.1. Mal sehen, wann das Update dort kommt.
aber zumindest erstmal das aktuelle Marshmallow-System. Und das soll es dann auch insgesamt gewesen sein zum kleinen ersten Eindruck hier mit der Bedienung des Eleform P9000. Wir werden uns natürlich später noch zwei Aspekte zu wesentlichen Teilen näher ansehen. Das sind erstmal die Multimedia-Dinge mit Display, mit Lautsprecher und auch mit der Leistung dieses Gerätes, die wir noch näher prüfen werden. Und wir werden uns natürlich auch noch die Kameras dieses Smartphones etwas genauer vornehmen. Das sind also die beiden Videos, die noch fehlen und die natürlich auch noch in diese Playlist auftauchen werden. Und ehe ich mich für euer Einschalten bedanke, versuchen wir noch einmal ganz kurz diesen kleinen Trick. Wir schalten das Gerät einmal ganz kurz aus, legen das hier in die Hülle ein und wollen dann nämlich noch einmal die Bedienung in dieser Elephone-Hülle testen. Das heißt, wie man hier sieht, reagiert das Display hier über einen ganz kleinen Magnetstreifen, wird dann automatisch erstmal dunkel und schaltet sich dann nach der Zeit auch irgendwann aus. Wir haben dann jederzeit die Möglichkeit, das Gerät aus dem Ruhezustand auch einfach rauszuholen, indem wir einfach das Displaycover öffnen. Dann ist das Gerät eben automatisch da. Wir haben auch die Möglichkeit, jederzeit durch dieses Displaycover die Uhrzeit abzulesen oder eben zum Beispiel Songs, sofern wir, also Musiktitel, sofern wir die hier reingeladen haben, dort eben hinzuzufügen und die über diesen Media Player zu steuern. Pause-Taste, Play-Taste und eine Auswahl nach links oder rechts zur Navigation finden wir also dort. Und ansonsten bleiben auch in dieser Hülle alle Schnittstellen frei. Unten kann man das erkennen, rechts kann man das erkennen, links kann man das erkennen und oben kann man das auch erkennen. Auf der Rückseite sehen wir auch, hier bleiben alle Module frei. Auch hier können wir einfach das Gerät dann über den Fingerprint-Sensor entsperren. Ja, und das soll es insgesamt auch gewesen sein zum kleinen Bedienungstest, Bedienungstutorial hier mit dem Eleform P9000. Falls ihr Fragen haben solltet, stellt die natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Video.